Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Wir erleben derzeit ein noch nie dagewesenes Desinteresse an der Kirche, am Glauben, an Jesus, am Evangelium. Viele Menschen haben von diesen ganzen Dingen überhaupt noch nichts gehört. Und das, was man dann von der Kirche hört, ist ja auch eher zum Abgewöhnen. Aber auch die Jüngerinnen und Jünger Jesu sind damals im Evangelium schon auf Desinteresse gestoßen. Und das heißt, Jesus schickte Boten vor sich her. Diese gingen und kamen in ein Dorf der Samariter und wollten eine Unterkunft für ihn besorgen. Aber man nahm ihn nicht auf. Als die Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie, Herr, sollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie verzehrt? Die waren wirklich wütend, die waren stinksauer und wollten von ihrer Macht Gebrauch machen, zu vernichten, was da desinteressiert war. Jesus weist sie streng zurecht. Er sagt, lebt mit dem Desinteresse, aber verkündet das Evangelium trotzdem. Lebt so, dass die Menschen wieder Interesse an euch haben, dass ihr etwas so anderes macht, etwas so anderes seid, dass die Menschen danach fragen, was eigentlich euer Motor, was euer Antrieb ist. Und das rät Jesus uns auch heute. So zu leben, dass Menschen wieder fragen. So zu leben, dass Jesus durch uns in die Welt getragen wird und dass Menschen durch uns mit ihm in Berührung kommen. Da ist das Feuer, das vom Himmel fällt, dann nicht tödlich, sondern der Heilige Geist, der in uns wirkt und das Evangelium durch uns zu den Menschen trägt. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Jesus, hilf uns, uns immer wieder anzufeuern mit der Kraft des Heiligen Geistes, damit wir dessen Feuerflammen auf die Erde bringen, in unsere Zeit hineintragen, getrieben durch den Heiligen Geist verkünden, was du uns ins Herz gelegt hast, damit die Menschen wieder fragen, was uns bewegt, was uns antreibt, was uns froh macht und Hoffnung gibt. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.